Eine Band, eine Familie, eine Geschichte. Seit 2001 bestimmen die Südtiroler die Schlagzeilen. Eine Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, mit Erfolgen und Misserfolgen, mit ausverkauften Tourneen, Auszeichnungen und jeder Menge Skandale. Schon beim 10-jährigen Jubiläum waren sich viele Kritiker einig, weiter nach oben kann der Weg der Deutschrocker nicht mehr gehen. Dass es 15 Jahre geworden sind, das verwundert mich am meisten. Ich muss sagen, wir verstehen uns blendend. Von Jahr zu Jahr besser kommen wir vor. Am meisten verwundert mich, dass wir vier immer noch am Start sind. Natürlich verwundert mich auch, dass wir den Erfolg hatten. Wir haben uns immer zusammengerauft wieder. Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, die keiner von uns missen möchte. Bei der Gegengift war halt das erste Mal ein größerer Schritt von den Venues her und von den Konzerten. Und ab da ging es dann auch richtig los mit Album, professionell arbeiten. Von dem her war es der erste Schritt in Richtung große Band. Kurz darauf zog es Freiwild in die Ferne, teils aus einer Laune heraus, teils mit dem Ziel, ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer Karriere zu setzen, starteten sie eine viertägige Tour durch England. Jede geile Band war in England, wir sind auch geil, wir möchten auch vielleicht, oder wir müssen mal nach England. Wir gedacht, geil, so viele Engländer kommen zum Konzert. Bis wir gesehen haben, wo die Karten gekauft wurden. Nur in Deutschland und in Österreich ein paar und in der Schweiz. Mir hat es sehr gut gefallen, geil. Und da ist irgend so ein kranker Psychopath bei Jauch gewesen und Jauch hat ihm nicht mal Paroli geboten oder nicht mal dagegen was gesagt oder unternommen, nicht mal gefragt, wie es kommt. Und er hat auf euch abgezielt. Kai hat tatsächlich gesagt, zum Mittag, er glaubt kaum, dass diese Tour noch zu halten sei. Wir hatten Angst um unsere Existenz. Verleumdung hin, Anfeindungen her. Die Arena-Tour wurde zum bis dahin größten Erfolg der Bandgeschichte. Freiwild füllten die größten Hallen der Republik und bewiesen, dass sie mittlerweile zu den wichtigsten deutschsprachigen Rockbands gehören. Jede Band oder jede Rockband hat irgendwann mal einen Traum, ein Unplugged-Album aufzunehmen. Bei uns hat es dann 4-5 Jahre gedauert. Ich freue mich heute noch über das Album. Für mich eine der schönsten Tour würde ich sofort noch mal machen. Möchte ich auf alle Fälle noch mal wiederholen. Wird es nicht mehr so schnell gehen. Als wir diese stille Zeit der Stille, diese Auszeit verkündet haben, war das erste Konzert angedacht. Und dann war das innerhalb von 10 Minuten oder einer halben Stunde ausverkauft. Und dann haben wir am Tage darauf noch mal eine zweite Show dazu getan. Auch das war sofort ausverkauft. Es war für mich ein wirklich sehr, sehr emotionaler Abschluss. Andere Jahre gehen halt mal ein Jahr nach Australien und sonst was. Wir machen halt mal ein Jahr nicht Musik. Wir kommen wieder. Keine Frage. Wenn wir Zeit miteinander verbracht haben, entweder im Studio oder auf Tour. Und da ist die Bewegung dementsprechend, haben wir uns mal gedacht, wir können ja auch vielleicht was anderes zusammen machen. Es gab Diskussionen. Dann hat er sich entschieden, okay, wenn ich schon den Jakobsweg nicht fahre, dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Rom. 810 sind es insgesamt. Und dann minus 250 sind 550. Und wir haben heute Montag. Wir bräuchten eigentlich dann nicht mal 100 Marken pro Tag. Egal ob nötig oder nicht, der Ausflug in die Ausflüge wurde für die vier Südtiroler zu einer sehr wichtigen Zeit, durch die der Zusammenhalt noch weiter wuchs und die Band gedanklich einfach abschalten konnte. 15 Jahre